Einen wunderschönen guten Morgen aus meinem Wohnzimmer am Sonntag. Ich schätze mal, dass wir heute eher den harten Kern vorm Bildschirm haben, weil ich war ein bisschen spät dran, irgendwie was zu bewerben oder zu machen. Und wir haben heute auch kein spezielles Thema, sondern wir gehen heute ganz entspannt gemeinsam in den Sonntag mit ein paar Pfeifübungen. Hängt übrigens damit zusammen, dass wir gerade ein riesen Milon-Pfeif-Fotoshooting machen und gerade die kompletten Bildwelten, die wir so haben, neu schaffen. Und das Shooting läuft das ganze Wochenende, auch nachher fahre ich wieder rüber und morgen noch und übermorgen noch. Und wir haben da eine ganze Menge vor, eine ganze Menge zu tun. Und deshalb heute entspanntes Workout. Nächste Woche übrigens bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir es schaffen, gemeinsam zu trainieren, weil nächste Woche ist 24-Stunden-Rennen und wahrscheinlich bin ich dann dort wieder vor Ort, um unseren lieben Gesellschafter Hubert mit seinem Rennteam zu unterstützen oder besonders ihn nachts da physiotherapeutisch zu betreuen und zu unterstützen. Und dann weiß ich noch nicht, ob ich das dort hinkriege, von der Infrastruktur mit euch was zu machen. Aber ihr werdet es erfahren. Heute brauchen wir nichts weiter als eine Matte, wenn ihr habt, und einen Stab. Und dann machen wir gleich ein paar gemeinsame, entspannte Übungen, um den ganzen Körper ein bisschen auf den Sonntag vorzubereiten. Und was wollte ich gerade noch sagen? Nö, das ist eigentlich so alles, was wir brauchen. Wir machen heute ganz entspannt ein paar Bewegungen im Stehen. Wir gehen ein bisschen nachher ins Knien runter, um die Hüfte zu öffnen und machen vielleicht noch ein bisschen was Richtung Taube fürs Gesäß, für Piriformis und dann sollte einmal der Körper so gut weich sein. Ja, ich weiß, was ich sagen wollte. Es sind ja jetzt wieder sehr viele Studios offen und ich kann euch nur empfehlen, zu dem, was wir hier sonntags machen, das ist nämlich ganz nett, was wir hier machen, aber geht auch wieder in die Studios, nutzt den Pfeifbereich. Kann man einfach um Welten effektiver trainieren als mit freien Übungen, besonders ja, von der Richtigkeit der Übung, von der perfekten Ausführung und so weiter. Hilft es euch einfach extrem, wenn ihr einen Trainer zu Rate zieht und mal gelegentlich an die Geräte geht. So, jetzt legen wir den Stab nochmal kurz weg. Wir beginnen mit der klassischen Rückwärtsbewegung, um Spannung aus dem Beckenbauch rauszunehmen. Das ist so für mich die wichtigste Übung, um ja, einen gesunden Rücken zu behalten, Spannung im Becken und Bauch im Griff zu behalten, obwohl wir eben so viel sitzen, ist das die perfekte Übung als Gegenbewegung und ist auch die perfekte Übung, um am Morgen damit zu starten, weil wir nachts, wenn wir schlafen, tendenziell mehr Spannung aufbauen. Das heißt, wenn wir liegen, schlafen wir oft in so einer zusammengerollten Fötushaltung und der Körper, wenn er sich nicht bewegt, erhöht seine Spannung. Also alle denken immer, der Körper entspannt beim Schlafen, das ist aber nicht ganz richtig. Wenn wir uns gar nicht bewegen, geht der Tonus in der Muskulatur erstmal hoch, die Spannung. Und dementsprechend ist morgens sehr wichtig, Aufrichtung zu trainieren und die Gegenübung dazu. Und da machen wir jetzt mal zwei Wiederholungen von. Von der Ausführung her steht schulterbreit, versucht eure Knie während der Übung ziemlich gestreckt zu halten. Wir wollen also kein Limbo machen, sondern wirklich im Becken und im Bauch hauptsächlich bewegen. Dazu nehmt ihr mal die Hände so locker aufs Gesäß, schiebt euch mal das Becken nach vorne, Oberkörper weit zurück. Dadurch kriege ich jetzt hier vorne in der Hüfte Länge rein und hier im Bauch Länge rein. Zieht die Schultern schön weit nach hinten. Der Blick geht nach vorne auf den Boden, dass das Kinn auf der Brust bleibt. Und jetzt atmen wir hier fünfmal tief durch. Atmet schön im Bauch rein. Langsam lösen. Ihr könnt immer in den Übungen beim Atmen versuchen, auch beim Ausatmen noch mal ein bisschen weiter in die Bewegung reinzugehen. Grundsätzlich muss gesagt sein, dass diese Atmung uns einfach auch hilft, die Atemmechanik zwischen Bauch und Zwerchfell zu verbessern. Da sind wir nämlich fast alle geschädigt, wenn wir viel sitzen und zurzeit sitzen wir alle zu viel in unserem Homeoffice rum.
Und da leidet die Atmung sehr drunter. Und wenn die Atmung nicht mehr gut funktioniert, dann ist eben auch wieder sehr viel Nährboden für ja, Infektionen in der Lunge und sowas da. Dementsprechend achtet wirklich darauf, intensiv mitzuatmen. So, jetzt gehen wir in die Gegenbewegung. Dabei ist extrem wichtig, die Knie gestreckt zu halten, weil wir wollen die Kette geschlossen haben. Und versucht auch mal im oberen Rücken, nicht nur im oberen Rücken, sondern auch vor allem im unteren Rücken, schön rund zu werden, das mal zuzulassen, weil wir haben da unten die Lumbalfaszie, die ist bei sehr vielen Menschen verklebt, verdickt, verhärtet, verfilzt. Und die möchten wir eben auch gerne wieder weich, geschmeidig und federnd auch wieder haben. Und dementsprechend versucht mal schön rund zu werden. Knie durchgestreckt, Hände weit nach vorne. Also gar nicht so wichtig, dass ihr auf dem Boden die Hände auflegt, sondern lasst die Rücken mal so nach vorne schweben und atmet jetzt trotzdem tief im Bauch rein. Langsam lösen, raus aus der Bewegung und wir gehen wieder in die Rückwärtsbewegung rein. Schulterbreit stehen, Knie einigermaßen gestreckt, Hüfte weit nach vorne schieben. Versucht das Gesäß locker zu lassen. Ihr könnt auch mal bewusst anspannen und wieder loslassen. Hüfte schön weit nach vorne schieben, Oberkörper schön weit zurück und wir atmen fünfmal tief im Bauch. Langsam lösen. Wir gehen nochmal in die Gegenbewegung rein. Gestreckte Knie, Hände weit nach vorne. Versucht hier schön rund zu werden. Und fünfmal tief atmen. Langsam lösen. Raus aus der Bewegung. Wie immer, ihr könntet natürlich gerne ein paar Wiederholungen mehr machen, aber zwei ist immer schon mal gut. Und wir wollen ja hier den Kurs auch nicht bis in alle Ewigkeit machen. So, wir gehen jetzt in die Adduktoren rein. Wer mir schon ein bisschen länger folgt hier, für mich eine der wichtigsten Übungen. Die Adduktoren sind ganz, ganz starke Hüftbeuger, die im Alltag verkürzt sind, wenn wir sitzen, besonders wenn wir die Beine übereinander schlagen. Und deshalb hat fast jeder Mensch da draußen eine gewisse funktionelle Verkürzung in den Adduktoren. Die wiederum macht Leistenprobleme, macht unsere Hüftgelenke über die Jahre kaputt, macht ISG-Schmerzen, macht Rückenschmerzen, also eine Muskulatur, die man geschmeidig halten sollte. Dementsprechend geht mal so in eine Grätsche rein, die gerade so leicht anfängt zu ziehen, aber noch gut zu handeln ist, weil was wir jetzt wieder haben wollen, dass wir hier gleichzeitig die Hüfte so nach vorne schieben, um eben in diesen Übergang Adduktoren-Leiste reinzukommen. Dazu nehmt ihr die Hände wieder aufs Gesäß, schiebt euch die Hüfte nach vorne, die Knie bleiben wieder einigermaßen gestreckt, Oberkörper weit zurück und jetzt atmen wir hier wieder fünfmal. Langsam lösen. Wir gehen in die Gegenbewegung. Jetzt könnt ihr gerne die Grätsche noch mal ein bisschen weiter verstärken, weil in die Flexion ist jetzt ein bisschen einfacher. Wieder weit nach vorne greifen, fünfmal atmen.
langsam lösen. Wir kommen wieder nach oben, geht wieder ein Stückchen zusammen. Jetzt gehen wir wieder in die Streckung. Jetzt machen wir eine kleine Ergänzung. Und zwar machen wir jetzt eine kleine Rotation dazu, um immer einseitig die Leiste zu verstärken. Dazu schiebt ihr die Hüfte nach vorne, wie gerade eben. Oberkörper weit zurück. Und jetzt versucht mal, die rechte Schulter noch leicht nach hinten zu drehen. Linkes Becken nach vorne schieben. Jetzt müsst ihr den Zug stark in der Leiste hier spüren, links. Und wir atmen fünfmal. Zurück in die Mitte, linke Schulter nach hinten, rechtes Becken nach vorne schieben und fünfmal atmen. Langsam lösen. Über diese verschiedenen Zugrichtungen ziehen wir das Fasziengewebe einfach in verschiedenen Richtungen lang. Und ihr müsst euch das Fasziengewebe oder Faszienkorsett so ein bisschen vorstellen wie so ein Taucheranzug. Der geht auch nicht nur in eine Richtung, sondern überall haben wir verschiedene Faserrichtungen. Und wenn wir dann so Kleinigkeiten einbauen, wo wir mal in die andere Richtung arbeiten, dann kriegen wir einfach andere Faserrichtungen. Und umso öfter wir das machen, umso geschmeidiger wird dieser ganze Taucheranzug. Und dementsprechend ist manchmal nicht schlecht, zu kleine Details mit einzubauen. So, wir gehen noch mal ein bisschen weiter in die Grätsche und gehen noch mal nach vorne runter. Nicht aufstützen, auch wenn es leicht schaffbar wäre, nach vorne und fünfmal atmen. Schön im Bauch reinatmen. Langsam lösen, wieder raus aus der Grätsche und jetzt gehen wir einmal mit dem Stab in den Brustschultergürtel rein. Dazu relativ weit außen greifen. Wenn ihr zu weit eng greift oder zu weit innen greift, dann kriegt ihr meistens die Arme nicht schön nach hinten. Deshalb greift schön breit. Wir wollen jetzt in die Brustmuskulatur. Das ist eine relativ isolierte Übung, trotzdem sehr wertvoll, weil wir im Alltag eben ja sehr oft die Schultern nach vorne hängen haben, gerade wenn wir im Büro sitzen oder auch im Auto sitzen. Und die Übung hilft uns einfach in eine aufrechtere, bessere Haltung, auch gerade im Schultergürtel wieder reinzukommen. Und diese aufrechte Haltung im Schultergürtel ist einfach die Basis für eine gesunde Schulter, für einen gesunden Nacken, für weniger Kopfschmerzen, all diese Dinge. Deshalb wertvolle, einfache Übung. Stab außen greifen. Wir machen die zweimal zusammen. Arme nach oben. Dann hier schön weit nach hinten. Jetzt sollte es deutlich in der Brustmuskulatur ziehen. Ihr könnt hier jetzt eher mal so den Brustkorb nach vorne rausschieben und wir atmen fünfmal. Jetzt mal eher im Brustkorb atmen. Langsam lösen, einmal kurz ausschütteln so ein bisschen, wir gehen gleich nochmal rein. Ihr solltet es also jetzt hier deutlich über den Brustmuskel spüren. Das Gute ist auch bei der Übung mit der Stange, dass man beide Brustmuskeln gleichzeitig öffnet. Die sind in der Mitte, nämlich im Sternum, faszial verbunden. Und deshalb sollte man, wenn möglich, die Brustmuskulatur nicht einzeln auf Beweglichkeit trainieren, sondern eben entweder mit den Gummibändern im Pfeifbereich oder eben alternativ mit dem Stab, funktioniert auch ganz gut. So, wir gehen nochmal rein, außen greifen. Wer es jetzt einen Ticken stärker haben will, dem es zu lasch war, der kann einfach ein bisschen enger greifen, aber ich glaube, den meisten von uns reicht das erstmal. So, Arme nach oben, weit nach hinten, fünfmal im Brustkorb reinatmen.
langsam lösen. Jetzt gehen wir in die Lateralflexion, also die seitliche Beweglichkeit der Wirbelsäule, der Lendenwirbelsäule und der Brustwirbelsäule. Wir gehen damit komplett in die seitliche Kette rein, wir gehen damit in den Schultergürtel rein, also alles, was hier oben so Latissimus und Teres Minor Major. Wichtiges Bewegungsmuster, was im Alltag extrem zu kurz kommt und auch gerade, wenn man öfter Schmerzen hat im unteren Rückenbereich, eine sehr, sehr schöne Übung, um da etwas weicher und geschmeidiger zu werden. Ah, vielleicht noch ein Hinweis an die, die neu dabei sind. Der kommt eigentlich deutlich zu spät, aber ich gebe ihn jetzt trotzdem noch mit. Geht in die Übungen nur so intensiv rein, wie ihr das gut tolerieren könnt. Es geht nicht darum, Bewegungsdefizite hier innerhalb von einem Training aufzuheben, die man jahrelang aufgebaut hat. Der Gedanke kommt mir gerade leider erst, wenn ich von Rückenschmerzen spreche, weil es schaut vielleicht der ein oder andere zu, der auch akut gerade ein bisschen einen Schmerz hat. Und da sollte man dann die Übung auf jeden Fall machen, aber eben behutsam, langsam anfangen und dann eben öfter und regelmäßig machen. Dann werdet ihr auch nach und nach schmerzfrei werden. So, wir nehmen den Stock nach oben. Jetzt geht es darum, eben hier Lateralflexion zu beüben. Zieht euch mal den rechten Arm so hinter den Kopf und schiebt das rechte Becken seitlich raus. Macht euch richtig schön lang und jetzt atmen wir mal hier seitlich in die Flanke rein, um diese Länge nochmal zu verstärken und wieder 5 Atemzüge. Langsam lösen, Gegenseite, Hüfte weit zur Seite raus, Arm an den Kopf ran und wir atmen hier 5-mal. Langsam lösen. Wir gehen nochmal in die erste Seite rein. Arme weit nach oben. Arm an den Kopf ranziehen, den rechten. Rechtes Becken rausschieben. Versucht euch jetzt mal gleichzeitig noch ein bisschen aufzurichten. Und wir atmen hier 5-mal. Langsam lösen, andere Seite nochmal, Arm ran an den Kopf, Becken weit zur Seite rausschieben, 5-mal atmen. Langsam lösen. Jetzt haben wir Beweglichkeit im Stehen mal soweit abgeschlossen. Jetzt würde ich gerne noch 1-2 Übungen auf dem Boden mit euch machen, beziehungsweise den Kniestand in 2 Varianten. Wichtig beim Kniestand jetzt, es ist eine sehr intensive Übung, sehr komplexe Übung, die man als Beginner auf jeden Fall am Gerät trainieren sollte. Zu Hause ist es gerade am Anfang eigentlich eine Übung, die eher ein bisschen überfordert. Deshalb versucht die nur so intensiv mitzumachen, wie ihr könnt. Wir stützen uns jetzt gleich hinten auf den Fersen auf oder auf den Boden. Wer das nicht schafft, kann gerne hinter sich irgendwie einen Stuhl oder so packen, sich hinten auf dem Stuhl festhalten. Wichtig ist bei der Übung wirklich einfach mal anzufangen und der Fokus sollte drauf liegen, das Becken nach vorne zu kriegen. Also es geht gar nicht so sehr darum beim Kniestand, wie weit komme ich hinten runter, wie groß ist die Bewegung insgesamt, sondern es kommt mehr so auf diese Details an, dass ich eben die Hüfte schön strecke, weil es so für mich
die Königsübung, um eben Spannung aus den Hüftbeugern rauszukriegen, Spannung aus den Oberschenkeln rauszukriegen. Und das ist eben ja auch wieder ein Fundament für einen gesunden Rücken. Das heißt, der Kniestand oder der Hip im Five-Bereich sollte auf jeden Fall in jedem Training stattfinden. Und da sollte man ja extrem darauf achten, dass man diesen Körperbereich pflegt, weil von dort einfach sehr viele Probleme starten, wenn ich da zu viel Spannung drin habe. Das ist also für mich eine Übung, die zum täglichen Zähneputzen, Karies-Rückenprophylaxe dazugehört. Wir machen die jetzt gemeinsam. Wie gesagt, gerade Beginner, easy starten, im Zweifel ein bisschen was hinter sich stellen, um da eben jetzt mal überhaupt in die Bewegung reinzukommen. Ihr nehmt die Knie so plus minus schulterbreit oder auch einen Ticken breiter. Und in der ersten Variante nehmen wir jetzt mal die Hände auf beide Fersen. Wie gesagt, wer das nicht schafft, kann sich hier hinten jetzt auch auf einem Stuhl oder so aufstützen oder an ein Sofa hinten rangehen. Einfach irgendwie sich behelfen, dass man mal anfangen kann, in dieser Hüftstreckung hier zu arbeiten. Und das ist wirklich das Wichtigste. Hüfte strecken, Oberkörper nach hinten. Dieses Öffnen hier vorne ist das, was wir hier eigentlich ja, maßgeblich erreichen wollen im Körper. So, Hände auf die Fersen, Hüfte nach vorne schieben. Schulter ein bisschen nach hinten ziehen, Kinn auf die Brust und wir atmen hier fünfmal tief in den Bauch. Langsam lösen. Jetzt setzen wir uns einmal kurz auf die Fersen. Das ist nämlich auch schon eine Übung. Bleiben hier mal kurz drin. Viele von euch werden es jetzt gar nicht schaffen auf die Fersen oder es wird ihnen schwerfallen, auf die Fersen zu sitzen. Damit machen wir einfach die anderen Anteile vom Quadrizeps, vom Oberschenkelmuskel wieder ein bisschen weich. Und für ein gesundes Knie ist es ganz wichtig, dass ich auf die Fersen sitzen kann. Eigentlich sogar eher ein bisschen zwischen die Fersen sitzen kann. Von dem her ruhig auch mal einfach auf die Fersen sitzen, das mal ein bisschen wirken lassen, um auch da wieder Spannung aus dem Oberschenkel rauszubekommen. So, reicht auch schon wieder. Jetzt gehen wir auf die Fersen nochmal. Gleiche nochmal, Hüfte schön weit nach vorne schieben, Becken weit nach vorne schieben, Oberkörper weit zurück und wir atmen wieder fünfmal. Langsam lösen, nochmal kurz auf die Fersen setzen, Oberschenkel nochmal weich machen und jetzt holen wir uns gleich einen Stuhl und machen als letzte Übung noch eine kleine Übung fürs Gesäß, für den Piriformis in der Tiefe, um einfach auch die hinteren Anteile der Hüfte auch nochmal beweglich zu machen und dann sind wir für heute schon wieder mit dem kurzen Sonntagmorgensprogramm durch. So, Stuhl, ich hoffe jeder hat einen, griffbereit. So, wir setzen uns hin. Ganz simple Übung, aber mit sehr guter Wirkung. Ein Fuß aufs Knie hochlegen. Von der Idee her solltet ihr versuchen, mit dem Knie hier nach unten zu kommen. Ansonsten lasst es einfach da stehen, wo ihr es gerade hinkriegt. Und jetzt gehen wir im nächsten Schritt mit dem Oberkörper nach vorne, idealerweise mit den Armen nach vorne, weil wir möchten ja immer Aktivität in der Muskulatur haben, die wir lang machen. Und über diesen Hebel nach vorne, über die Arme, muss die ganze Muskelkette arbeiten und genau das wünschen wir uns beim Training. Dementsprechend versucht mal, so gut ihr es könnt, Arme nach vorne, Oberkörper nach vorne lehnen und jetzt atmen wir da fünfmal im Bauch rein. Mit dem Ausatmen weitergehen. Langsam lösen. Wir wechseln die Seite. Wir machen jede Seite zweimal, um schön hinten zu lockern. Wichtig übrigens bei der Übung, man sollte immer vorne weg hüftöffnende Übungen machen. Also den Kniestand, die Grätsche, die wir gemacht haben, die Rückwärtsbewegung im Stehen.
weil meistens für zu viel Spannung auf der Rückseite die Spannung in der Vorderseite ursächlich ist. Und deshalb wäre es ja fast schon falsch, nur diese Übung zu machen, weil ich mir dann teilweise sogar mehr wehtun kann, wenn ich da ein Problem habe. Deshalb immer die Kombination von Hüftöffnung, Vorderseite und dann als Abschluss hinten ein bisschen weich machen. So, Arme nach vorne, Oberkörper weit nach vorne, 5-mal tief in den Bauch atmen. Langsam lösen. Erste Seite nochmal. Fuß aufs, also Ferse aufs Knie legen. Knie hier schön weit runter, so gut es geht. Oberkörper weit nach vorne. 5-mal atmen. Langsam lösen. Anderes Knie. 5-mal. Oberkörper weit nach vorne. 5-mal atmen. Langsam lösen. Sonntagmorgen Programm beendet. Ihr seht, es ging jetzt relativ zügig durch. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, aber es ist eigentlich eine ganz nette, schöne, kurze Routine. Und so habe ich jetzt schon relativ viel der wichtigsten Muskelketten abgedeckt und kann so deutlich, deutlich entspannter und beweglicher in den Tag starten. Genießt den Sonntag. Danke fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Teilen, liken, machen, tun. Vor allem YouTube-Channel abonnieren bitte und empfehlen. Und wir sehen uns vielleicht nächsten Sonntag. Ich muss mal schauen, was ich machen kann. Kann allerdings sein, dass ich es im Zuge des 24-Stunden-Rennens in Nürnberg, am Nürburgring, in Nürnberg, genau, am Nürburgring nicht schaffe. Aber ich versuche euch frühzeitig Bescheid zu geben. Nicht so wie heute. Liebe Grüße und bis bald. Macht's gut. Tschüss.